Wieso sollten Leute die Komfortzone verlassen? The magic happens outside of the comfort zone. Wo ziehen deine Beine? Wo hast du Angst? And do it. Wenn du mich mit einem Raum stellst, mit tausend Leuten, und die sagen, Marco, du bist der größte Dummkopf, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Ich schlafe mit einem Lächeln ein. Wenn du diesen Punkt erreicht hast, you want life. Wie kann ich mich als Mensch vermarkten in Bewerbungsgesprächen zum Beispiel? Lash this shit out of him. Also, ich verbringe da mehrere Stunden meines Lebens. Was interessiert mich eigentlich, ob ich denen gefallen? Mal schauen, ob die mir gefallen. And I'm gonna get this job. Attract shit. Ja, yeah. It's the law of fucking attraction. Was glaubst du, machen Leute falsch im Umgang mit Social Media? Was ist Social Media Marketing? Bilder posten. Price, surprise. Not even remotely close. Heute habe ich wieder einen super besonderen Gast für euch mitgebracht. Er wird seine Geschichte mit euch teilen. Er ist in ein Land gekommen, hier nach Deutschland, hat die Sprache nicht gekonnt. Er hat sich hier so viele Sachen erarbeitet und hat mega viele Tipps für euch vor allem was auch noch Social Media anbetrifft und Marketing, weil viele von uns, wir benutzen Social Media und wir wollen da auch irgendwie mehr Follower, mehr Reichweite generieren. Und ich bin mir sicher, dass er auf jeden Fall super Tipps für uns parat hat. Und deswegen erstmal herzlich willkommen, Costa. Freut mich mega, dass du Zeit hast. Hallo zusammen. Ich hoffe, dir geht's gut. Long time no see. Auf jeden Fall freut mich dich wiederzusehen. Ähm, um, let's rock this. Aber wir fangen mal ganz am Anfang an. Und zwar, du bist ja jetzt nach Deutsch, wann bist du nach Deutschland gekommen? Juli 2013. Genau, Juli 2013 war das. Und wie waren so deine Deutschkenntnisse? Ja, eigentlich die Basics habe ich ja gekannt. Also aus der Schule sozusagen. Ich bin zwar hier geboren, aber als ich ziemlich, also eigentlich. Als ich noch klein war, sind wir nach Griechenland gezogen. Und dann sind meine Eltern wieder hergekommen. Und ein bisschen später kam ich auch. Und ja, also eigentlich nicht so großartig, was Sprache angeht, sozusagen. Okay, und wie war es dann für dich, eigentlich so zurückzukommen und die Sprache dann gar nicht so zu beherrschen? Und war das ein bisschen ein Abfuck für dich? Und hast du dich da fremd gefühlt? Weil ich bin mir sicher, also auch ich habe Migrationshintergrund, komm zwar, bin hier geboren, ja. Aber es gibt viele Zuhörer, die ja sicherlich auch irgendwie die Schwierigkeiten hatten, so in die Kultur hier zu kommen und mit der Sprache. Wie war das für dich? Erzähl uns mal ein bisschen. Also, klar, kannst du dir ja vorstellen, wenn du in ein Land kommst und du die Sprache nicht beherrschst. Also, ist ja eine it's a tough thing sozusagen. Ähm, aber das Gute war damals, ich wusste, was zu tun ist. Also, ich meine, du kommst ja in, uh, in ein Land und. Ob es jetzt ein Unternehmen ist, ein Arbeitgeber ist oder Freundeskreis ist, die verlangen halt von dir das Minimum und das ist einfach nur die Sprache ein bisschen mhm. äh, zu beherrschen oder ein bisschen die Sprache zu reden. Schon, schon eine schwierige Zeit für mich, aber ich wusste, was zu tun ist und you gotta do what you gotta do. You gotta do what you gotta do. Okay, ja, und so hat es dann auch angefangen und dann kurz danach ähm, haben wir uns eigentlich auch fast kennengelernt, aber Bevor du jetzt nach Deutschland gekommen bist, wie alt warst du dann, als du nach Deutschland gekommen bist? Ähm, ich war 23. 23. Und ja. was hast du dann in Griechenland gemacht, bevor du nach Deutschland gekommen bist? In Griechenland habe ich alles Mögliche gemacht und äh, Berufssoldat fünf Jahre. Puh. Äh, schlimme Zeit, ja. <laughs> ja gut, sch schlimm nicht, aber ich habe hier natürlich viele Sachen mitgenommen, die ich natürlich heutzutage immer noch, die mir heutzutage besser gesagt immer noch nützlich sind. Als DJ habe ich dort auch noch gearbeitet, Vollzeit, also hatte da auch ein ziemlich gutes Lifestyle, muss ich sagen, als DJ. Alles hat gepasst. Also die Location hat gepasst, äh, die Vibes haben gepasst, die äh, das Lifestyle, alles mögliche, alles mögliche. War eine super Zeit, auf jeden Fall. Ja, krass. Also das mit dem Berufssoldat. Allein da könnten wir wahrscheinlich einen Podcast darüber <laughs> aufnehmen. Das kannst du laut sagen. Ich habe das Gefühl, die Lebensqualität ist in, vielleicht in Griechenland höher. Wieso bist du gekommen? Also da gebe ich dir recht. Äh, definitiv, ich sag's mal so, was Sonne angeht, was Urlaub angeht, was Strand angeht, was Party angeht, was... Rasses Lifestyle angeht, die Sättigung wurde erreicht. Ähm, ich wollte jetzt mal was anderes machen. Und eigentlich wollte ich das Land hier nicht verlassen. Wie gesagt, ich bin ja hier geboren. Und äh, da haben wir uns entschieden, nach Griechenland zu gehen. Und ich wollte eigentlich unterbewusst immer zurückkommen. Immer. Klar, die Lage war halt ein bisschen abgefuckt in Griechenland. Also die finanzielle Lage, besser gesagt. Der Arbeitsmarkt Katastrophe. Da brauchen wir gar nicht äh, drüber reden. Und ich glaube, da habe ich die Chance gesehen. Also in Griechenland gab es ja eine Krise sozusagen. Und bei jeder Krise musst du das Beste draus machen. Also Krise ist gleich eine Chance. Absolut. Und meine Chance war dann die Tatsache, dass meine Familie, meine Bekannte, meine, also viele alte Freunde hier waren. Und ich dachte... Do the leap of faith, war schwierig natürlich. Ich habe eine Beziehung hinter mir gelassen, ich habe meine Freunde hintergelassen, meine Radiosendung habe ich äh, zurückgelassen, alles, alles, alles möglich. Also einfach fiel es mir nicht, aber nochmal, you gotta do what you gotta do. Ja, <laughs> yeah, I feel you. Ich bin ja auch nach Hamburg gezogen vor kurzem und es war auch, ist jetzt kein anderes Land in dem Sinn, aber Familie, Freunde zurückgelassen, aber auch eine neue Chance gehabt und und jeder und auch hier ich habe viel Bullshit erlebt und dann bin ich weggezogen auch viel hinter mir gelassen manchmal braucht man auch den also, äh, Neuanfang Definitiv. das ist all das alright und dann bist du eigentlich nach Deutschland gekommen und ich bin mir sicher und jetzt weiß ich es ja umso mehr du hattest ja richtig auch und hast nach wie vor krasse Träume Ziele im Leben und wir haben uns dann eigentlich kennengelernt beim Jeanshosen verkaufen <laughs> im Einzelhandel. Und <laughs> wenn, Funny die, enough, yeah. ja, und wenn die Leute wüssten halt so, ich als jetzt Naturwissenschaftler im Labor und was du alles machst, so ist verrückt, wie wir dann den Einstieg da und wie wir uns kennengelernt haben. Aber war das für dich so ein kleiner Reality-Check? Du kommst nach Deutschland, hast vielleicht die größten Hoffnungen und dann verkaufst du Jeans äh, Jeanshosen. War das so ein Schlag ins Gesicht oder hast du es einfach als Anfang und Chance gesehen? Äh, definitiv als Anfang und Chance. Also ich meine, there's nothing wrong about it, um Jeans zu verkaufen. Definitiv nicht. Also sehr, sehr viele Freunde von mir arbeiten im Einzelhandel. Wir wissen ja beide, wie schwierig es äh, dort werden kann, mit Menschen aus verschiedenen Kulturen umzugehen. Und ja, auf jeden Fall war es eine Chance für mich. Ich konnte mir zwar nicht vorstellen, also wusste ich von Anfang schon, dass ich kann mir nicht vorstellen, das langfristig zu machen. Also Verkauf ist zwar gut, ist auch ein, das Positive, was ich aus der ganzen Sache genommen habe. Verkauf äh, ist essentiell ja natürlich für das, was ich jetzt zurzeit mache, aber war nicht super Zeit für mich. Reality Check, Reality Punch, besser gesagt, war es natürlich nach drei Jahren. weil Ich dachte, okay, ich muss mich jetzt definitiv weiterentwickeln, weil ja... Ich, ich sehe mich jetzt nicht für die nächsten zehn Jahre im Einzelhandel. Hm. Ich muss auch sagen, ich habe auch erstens mal viele äh, Freunde kennengelernt, das ist auch wieso wir jetzt hier sitzen. Also so gesehen war das nie und nimmer ein Fehler und ich habe auch Erfahrungen gemacht und die haben mir teilweise auch dazu dann geholfen, einen Job zu bekommen. Jetzt Beispiel: Ich habe ohne Witz im Jobinterview haben die halt so ein bisschen: Okay, du warst im Einzelhandel, erzähl mal. Und dann habe ich gesagt: Ich habe zum Beispiel gelernt, never judge a book by its cover. Genau. Yeah, no. Ich war, du weißt selber, manchmal gibt es unmögliche Kunden, die machen dir deinen Laden kaputt, sind unhöflich und was weiß <laughs> ich. Und dann kam einer rein, optisch hätte ich den in die Schublade gesteckt. Ich habe genau. gedacht, Motherfucker, Alter, lass meine Wand in Ruhe. <laughs> Kann ich nachvollziehen. <laughs> und, und dann habe ich den eigentlich schon so, ich wollte wollt gar nicht mit dem reden. Und im Endeffekt, ich weiß noch, da hat äh, unser Chef damals Druck gemacht, Marco, bis heute Abend zehn Hosen verkaufen. Ich so, Alter, ist nichts los, wie will ich zehn Hosen verkaufen? Und dann habe ich mit dem Typ geredet, ey, war der netteste. Korrekt ist der Typ, mit dem ich je gesprochen habe. Okay, okay. Der hat dann, glaube ich, zwölf Hosen gekauft. Okay. Zwölf <laughs> Hosen. Alter. ich glaube, ich, ich kann mich an, uh, an diesen Ärgernis schon erinnern. Und, ja, und dann kam der nachher <laughs> nochmal, er hat an der Kasse gesagt, Marco ist ein super Mitarbeiter geil. und ist dann nochmal zu mir gekommen. Ich so, Junge, ich komme super gerne in den Laden zurück. Und dann war so geil. mein Mind so blown, weil ich gedacht habe, hey, ich tue so oft dann Leute in die Schublade stecken. Und die Geschichte habe ich erzählt und die ist in Erinnerung geblieben und hat mir geholfen, einen Job zu bekommen. Geil, geil, geil. Ja, okay, aber das war so also ein bisschen Memory Lane, bisschen. Drawback yeah. <laughs> Thursdays. <laughs> ja. Aber die Sache ist, jetzt, da ich nach Hamburg gezogen bin und du nach Deutschland gekommen bist, wie wichtig, und die Antwort ist, eigentlich, ist fast eine rhetorische Frage, wie wichtig <laughs> ist es für dich zu sagen, ich verlasse meine Komfortzone? Wie, wieso sollten Leute die Komfortzone verlassen? Und wie, wie macht man das am besten? Also, ich sag's mal so. Nichts Großartiges passiert in der Komfortzone. Die Komfortzone kann eine Situation sein, Komfortzone kann eine Person sein. Äh, ähm, also Comfort Zones are relative, sozusagen. Komfortzone kann auch bestimmte Thought Patterns sein, sozusagen. Warum du diese Komfortzone verlassen solltest, definitiv. The magic happens outside of the comfort zone. Definitiv. Du kannst zwar deine Komfortzone rocken, aber irgendwann mal erreichst du einen Punkt und du kommst halt nicht weiter. Du kommst nicht weiter. Und deswegen musst du dann the leap of faith machen to step up of your comfort zone and step up your game. Wie du das machst, also es gibt keine pauschale Antwort dazu, aber bei mir war es zum Beispiel die Vorgehensweise so, schau, wo zittern deine Beine, wo hast du Angst and do it. Go and just do it. Nike hat schon seit... Keine Ahnung, wie viele Jahren schon das gesagt, just do it. Das ist, glaube ich, mit der beste Spruch, den man so als Kampagne haben kann. Das ist einfach universell und wird nie schlecht. Also du musst. Du, du, musst, dich unang du musst dich angenehm fühlen, unangenehme Dinge zu tun. Punkt. Wenn du diesen Punkt erreicht hast, dann hast du. You won life sozusagen, hast das Leben gewonnen. Ja, bei mir war es also teilweise. Es gibt einen, einen zweiten Spruch, der da super passt. You gotta be sick and tired of being sick and tired. So genau. Wenn du einfach merkst, jeder andere ist erfolgreicher, ist egal was, finanziell hat die hübschesten Mädels, ist ja egal was. Und du denkst dir so, mir reicht so. Jetzt 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 bin ich mal am Zug und, und das war auch so ein kleiner Push. Du, du musst einfach mal durch die Scheiße gehen und sagen, mir reicht's. Und dann musst du einfach aus seiner verfickten Komfortzone raus und sagen so genau, my turn. Ja, liebe Leute, also ich sag wirklich, Komfortzone, so, und so Komfortzone, ihr müsst da ihr müsst, müsst, müsst raus. Und das ist auch das, die, die loyalen Zuhörer werden es wissen. Was mich pusht, ist einfach, wenn ich so denke, wenn ich auf meinem Sterbebett lieg mit 80 und auf mein Leben zurückdenk Und ich glaube, viele Leute, die vielleicht auch zuhören, vielleicht auch nicht zuhören, ich hoffe, ich habe euch schon ein bisschen bekehren können, die werden dann irgendwie mit 80 im Bett liegen und bereuen, was sie, dass sie was nicht getan haben, weil sie, genau. weil sie Angst hatten. Und ja, ja. ihr habt eure Komfortzone nicht verlassen. Mit 80 Wo könnt ihr es nicht mehr verlassen. Ah, ah. Game over. Also es zwar it's never too late, aber irgendwann mal ähm, klappt es einfach nur aus, physisch, aus physischer Sicht nicht. Also irgendwann mal it is too late und <laughs> yeah. Genau, dann lass uns dann direkt mal. Ähm, über den Prozess noch ein bisschen mehr reden mit der Komfortzone. Man hat ja auch so gewisse Denkmuster, ja, mhm. das ist deine Erziehung, die kannst du natürlich auch nicht aussuchen. Das ist vielleicht ein Freundeskreis und so viel passiert in deiner Jugend und du wirst immer in so ein Bild reingedrängt und die Leute sagen, okay, Marco ist so und so und dann irgendwann fängst du an zu glauben, dass das du bist. Mhm. Und die größten Sachen bei mir im Leben sind eigentlich passiert, wo ich gesagt habe, das stimmt nicht. Das stimmt nicht mehr. Ich habe mich weiterentwickelt und ähm, ich definiere, wer ich bin ab sofort. Was passiert ist in der Vergangenheit, es ist passiert. Aber ich jetzt ist so, ich sage, wer ich bin, nicht mehr ihr. Und deswegen, was hast du da für Tipps eigentlich? So, dann, so Denkmuster zu durchbrechen und dann vielleicht auch im Familien- und Freundeskreis. Die werden ja auch am Anfang vielleicht zu dir sagen, hey, was ist mit dir los? Wer meinst du eigentlich, wer du bist, jetzt so und so dich zu verhalten, weil die dich nicht mehr wiedererkennen? Was hast du da für Tipps, so Denkmuster zu durchbrechen, Alte? Ja, schwierige Frage. Diese Denkmuster, die Frage ist, woher bekommt man diese Denkmuster? Es ist Gesellschaft, es Gesellschaft? Ist es Familie? Freundeskreis? Egal, woher du diesen, diese Impulse hast. Wichtig ist, dass du deine innere Stimme auf deine innere Stimme hörst. Und noch wichtiger ist, dass diese innere Stimme auch vertraust. Diese Denkmuster nenne ich a way or a, an, an, um, an art of thinking. Und damit du diese Denkmuster änderst, dass du so ein outside of the box thinking way of thinking entwickelst, das ist hart. Das ist hart, weil du musst vergessen, alles was du weißt, alles was dir schon ähm, gesagt wurde, wer du bist, wie solltest du dich verhandeln. Äh, wie sollst du verhalten? Entschuldigung. Ähm, was solltest du tun? Ist es ein Studiengang? Ist es ein Job? Ist es was auch immer? Deine Rolle in einer Gesellschaft. Outside of the box thinking. Das ist, das kann leider nicht ererbt werden. Das ist einfach nur ein Prozess. Das ist ein Prozess und du musst selber diese diesen outside of the box thinking way of thinking entwickeln. Und das ist halt die Herausforderung. Dauert zwar ziemlich lang. Viele schaffen das, viele schaffen das nicht, aber wenn du es geschafft hast, dann ist ein klarer Win, definitiv. Also da kann ich dir auf jeden Fall nur äh, zustimmen. Bei mir hat es auch Jahre gebraucht, ich muss sagen, ich habe verdammt viel Bücher gelesen, ich habe auch so viel Motivational Speaker bei YouTube geschaut, bis irgendwie so mein Denken so geschiftet hat. Und wenn, wenn du einmal das begriffen hast, es gibt keinen Weg zurück mehr. Und das haben wir, guck mal, das haben wir äh, vorher, bevor hier das Mikro stand, haben wir darüber schon gesprochen. <laughs> Wir beide sind jetzt in der Lage zu sagen, das will ich genau. vom Leben, das will ich von dem oder erwarte ich von dem Menschen, wenn wir das nicht bekommen. Oder ich, ich gebe immer ein super Beispiel und das, das finde ich das beste Beispiel. Das ist nicht, es ist nicht gelogen, wenn du mich mit einem Raum stellst mit tausend Leuten und ich sage: Marco, du bist der größte Dummkopf, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Ich schlafe mit einem Lächeln ein. Win, clearly a win situation. Das ist die richtige Einstellung. Das ist eigentlich dieser Mindset Shift. Also wann weißt du, dass es ist Zeit um dein Mindset zu ändern? Wenn dich schon all diese usual Vorgehensweisen, die ganz üblichen Vorgehensweisen oder die Thought-Patterns, was du hast, wenn das alles anfängt, dich ein bisschen zu irritieren, zu stören. Hey, ich fühle mich jetzt nicht wohl mit dem, was ich jetzt mache. Ich fühle mich nicht wohl mit einer 9-to-5-Routine zum Beispiel, obwohl der Tag 24 Stunden hat. Und ich mache nur das Beste draus aus den 8 und wenn. Also... Dieser Mindset-Shift, Mindset das passiert, wie gesagt, erst da mal, erst dann, wenn dich gewisse Sachen ähm, anfangen zu irritieren. Und das ist der Punkt, when you gotta take action einfach. And nochmal, just do it. Yes, und vor allem auch noch da als Tipp vielleicht für Leute. Fangt bitte, bitte wieder an. Das ist so ein Signal, man ignoriert Bauchgefühl. Also, wie, wie oft hat man ein Bauchgefühl, aber das ist ja nicht so ein Schlag ins Gesicht. Das ist so ein bisschen, ich fühle mich unwohl, wenn der Magen geht. Man denkt gar nicht richtig drüber nach. Aber so, jetzt muss ich sagen, wenn man einfach da sich bewusst wird, dass da so dein Körper eigentlich schon sagt: So, Junge, du bist auf dem falschen Weg. Ihr habt die Signale in euch, ihr braucht vielleicht gar nicht zehn Bücher lesen, euer Körper sagt euch schon so, ihr seid unglücklich, änder was. Trust your inner voice. Was ich schon gesagt habe. Das ist mehr oder weniger dasselbe. Und noch ein kleiner Insider-Tipp: Willst du diese, dieses Bauchgefühl intensivieren, dass es noch die Signale noch, dass die noch ha, noch ein Stück Hardcore empfindest oder wahrnimmst, fang an zu meditieren mit fünf bis zehn Minuten am Tag. Punkt. Und schau mal, wie dein Leben sich komplett verändert, wie alles sich verändert, alles, alles, alles. Also trust me. Yes. Auch da habe ich schon Episoden drüber gemacht. Mir reichen 10 Minuten Meditation. Hat das mein ist Leben. Vollkommen ausreichend, vollkommen ausreichend. Hat mein Leben revolutioniert. Okay. Und dann, jetzt haben wir so ein bisschen gehört: guck mal, du hast jetzt äh, Griechenland verlassen, das, äh, als Berufssoldat mal gearbeitet, jetzt hast du Jeanshosen verkauft. W wann wusstest du eigentlich, was du machen möchtest? Wie lange hat das gebraucht, bis du so, so, so wusstest, okay, ich möchte in die Richtung? Oder hattest du immer schon so ein klares Ziel, auch als du nach Deutschland gekommen bist? Keine Ahnung, in 10, 15 Jahren. Arbeite ich vielleicht in dem Beruf, mach dies und das? Oder ja, hast du dich ausprobieren müssen? Wie war der Prozess? Weil viele Leute, die zuhören, sagen: Wir sind vielleicht fertig mit der Schule, sagen: Hey, meine Eltern sagen, studiere, mach irgendwas. Und wie, wie jeder in dem Alter, auch mir ging es so, ich war völlig überfordert, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was ich zum Mittagessen oder Abendessen soll. Wo soll ich nein. wissen, was ich beruflich machen soll? Wie war das bei dir? Kenne ich ganz gut. Also bei mir hat es 29 Jahre gedauert, bis ich herausgefunden habe, was ich machen möchte. Und ich bin jetzt in einem Punkt, wo ich weiß, wo ich hin möchte. Die Vision ist klar. Aber du kannst ja nie wissen, wie dein Leben sich entwickelt. Also du machst Pläne. and The Universe is laughing out loud. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das kann sein, dass ich in zehn Jahren. Wer weiß, vielleicht wieder nach Griechenland. Hier wieder Berufssoldat. Herr Spaß natürlich, das werde ich nie wieder machen. Ähm, aber wenn ich schon einen Rückblick mit alles, was ich bis jetzt gemacht habe, was äh, Job anbelangt, Militär zum Beispiel. Fünf Jahre Berufssoldat, ich wusste, das ist nichts für mich. Das die Arbeit, die war zu zu einseitig, zu monodimensional und das kann ich nicht. Ich bin ein sehr multidimensionaler Mensch und ich brauche Kreativität in meinem Leben. Ich brauche Kunst in meinem Leben. I need fucking art. Punkt. I'm a creative mind und du kannst mich nicht in irgendein Fließband für acht Stunden platzieren und sagen, hey, du machst jetzt das für die nächsten acht Stunden Dis Geht einfach nicht. Und wenn ich schon rückblicke, dann äh, sehe ich schon, mit 16, 17 habe ich damals schon mit Musik angefangen. Das waren meine ersten Berührungspunkte. Mit Musikproduktion, mit Grafik, wie ich mich vermarkte, wie ich ein Produkt verkaufe, wie ich mich selber als Künstler, als Produkt ähm, verkaufe. Und damals, das waren schon die ersten Signale, die ersten Spuren sozusagen von Marketing. Mhm. Äh, aber ich konnte es ja nicht zuordnen, beziehungsweise ich konnte keinen Namen geben. Hey, ich betreibe jetzt Marketing. Und später, als ich das halt studiert habe, dann wusste ich, hey, Marketing, this, I'm doing this shit all my, all my life. Mhm. So. Pretty fascinating. Also es war mit anderen Worten, um es mal zusammenzufassen, auch wieder so ein Prozess. Du hast dich selber kennenlernen müssen, hast dann gewusst, du bist ein kreatives Köpfchen, hast schon dein eigenes Ding nebenher gemacht und dann irgendwann gedacht, ha, huh, wenn ich jetzt Marketing studiere, das ist eigentlich das, was ich eh schon gemacht habe, jetzt habe ich halt noch den passenden Abschluss. Also du hast dich ausprobiert und eigentlich auf dich reingehört und vielleicht die Stimmen von außen mal gesagt, ich höre die Gesellschaft, ich höre vielleicht meine Eltern nicht, ich höre mal in mich. Kann man das so sagen? Ja, eigentlich schon. Aber auch als ich mit dem Studiengang dann angefangen habe, war es mir nicht klar, dass, hey, ich habe ja immer Marketing gemacht. Erst nach Abschluss oder zwischendurch habe ich gemerkt, du, diese Sachen, was mir hier, hier, was mir hier beigebracht werden, die kenne ich halt, aber die haben jetzt Namen. Das, was ich 2018 damals gemacht habe, war eine fucking Brand Awareness Campaign. Aber ich wusste nicht, was es heißt. Hm. Und dann dachte ich schon, okay. Super Win-Geschichte, weil, surprise, surprise, du hast schon einen Background und jetzt weißt du halt ganz genau, wie das geht. Kannst du auch in deinem Business machen, also anwenden. Überall kannst du in deinen Alltag anwenden. Jetzt noch eine Sache, das fand ich super faszinierend. Das Prinzip habe ich so oft gehört und du hast eigentlich angewendet, vielleicht ohne das Prinzip zu kennen. Wie hast du es dann eigentlich geschafft, so deinen den Job im Marketing dann zu so ergattern? Weil du hast ja dann eigentlich in einem Fitnessstudio als Trainer. Genau. gearbeitet und hast dann irgendwie den Schritt ins Marketing geschafft mit einer super Strategie. Also hier Leute zuhören, Alert, Alert, Das ist richtig <laughs> Knowledge hier, wird richtig Value gedroppt. Glaub <laughs> mir das und das ist ein Prinzip, aber ich möchte nicht zu viel verraten. Hier, bitte, wie gehört dir. Habe mich da auch getäuscht, dass ich nach meinem Studium mit einem Abschluss direkt alle Unternehmen und große Unternehmen mich absorbieren. So, hey, wie du hast Marketing studiert, welcome on board hier, leider das Marketing und alles gut. Dachte ich, dass es so funktioniert. Äh, surprise, Surprise! It didn't happen that way und es ist natürlich, ich bin so froh, dass es nicht so gelaufen ist, weil ich war mit meinem Studium fertig, aber was fucking broke, Student Loans, äh, arbeitslos, amazing. Bin der dann mir Ganz genauso. <laughs> ja, also schon eine heftige Sache ähm, und dann äh, hat mein bester Kumpel, mein bester Freund, der hat, der ist ein Fitnesstrainer und was heißt Fitness mehr als Fitnesstrainer eigentlich? Ähm, und der meinte, du, komm doch vorübergehend in Fitnessstudio zu arbeiten bei uns. Also und das heißt, als Fitnesstrainer habe ich eigentlich nicht gearbeitet, also nicht mal das. Ähm, ich habe eigentlich Shakes an der Theke gemacht, Proteinshakes an der Theke und ein bisschen die Leute beraten, weißt du, was ich meine? Die mhm. Leute kamen, hey, kannst du mir diese Übung zeigen? Ich so, Leute, ich habe keinen blassen Schimmer, ich bin kein Trainer. <laughs> ich bin hier, um Kaffee und Shakes zu machen, also Job war mir egal. Klar, das war ein Ego-Punch, definitiv. Right in the face, weil ja, du hast studiert und ich habe jetzt einen Abschluss, Student Loans und hier hm. bin ich und ich mache jetzt Shakes und Kaffees. Auf jeden Fall, lange Rede kurze Sinn. Mein ähm, bester Freund checkt mir den, ähm, das Bewerbungsgespräch ab. Ich quatsch mit der damaligen Studierleitung. Ja, dies und das, alles super cool, super super interessant. Was hast du gemacht? Ja, Marketing, BWL. Ähm, okay, dann. Ähm, Checke ich vielleicht nochmal ein Bewerbungsgespräch mit dem Marketingleiter ab und vielleicht gibt es da irgendwas Interessantes, was ihr machen könnt. Dann kam der Marketingleiter zwei, drei, Stunden, zwei, drei Tage später, sorry, und da meinte ja, die Studioleitung hat mir erzählt, dies und das, Marketing. Was machst du so? Alles Mögliche: Photography, Video, Website-Designs, Marketing, Social Media Marketing, Online-Marketing, dies und das. Also, okay, cool, 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 Geschichte, interessant. Hier ist unser Online-Marketing, hier ist unser Instagram. Was sagst du dazu? Ich hatte natürlich vorher schon die Social-Media-Präsenz analysiert und ich sage ihm, it's fucking rubbish, it's fucking trash. Das ist nicht Online-Marketing, was er betreibt. Und der meinte, okay, er guckt mich so komisch an und ich frage, ihn, wer macht es und er sagt, ich. Ich sage ihm, das ist Scheiße. Und es war halt fucking awkward, weil das ist ein Bewerbungsgespräch, also da musst du aufpassen, was du ja, sagst, ja. weil du willst ja den Job, theoretisch, du hast die Kohle nötig. aber Und, und nicht jeder Mensch mag die Wahrheit hören. Das ging ja auch ich, mal so. Wenn du jemand sagst, ich ja, finde, ja. du musst ja nicht mehr persönlich werden, wenn du einfach sagst, ist es ist nicht gut. Die nehmen es so persönlich und sagen, mit dir rede ich kein Wort mehr und geben ja, dir das so richtig Ja, super. ja, klar, klar, natürlich. Weil jeder, wir schweifen ein bisschen vom Thema ab, aber ganz kurz, ähm, jeder verlangt Ehrlichkeit, aber niemand kann mit der Wahrheit, mit der Ehrlichkeit mhm. ähm, umgehen. Das ist ein it's a Thing heutzutage, das ist ein Problem. Ähm, auf jeden Fall, ähm, dann meint ihr okay, zeig mir was du drauf hast. Und ich habe gesagt, alles gut, gib mir 72 Stunden, und ich erstelle dir einen uh, Businessplan für das Unternehmen. Hab Businessplan fertig gemacht, es weitergegeben, der an den äh, Geschäftsführer, an den Inhaber, eine Woche später kommt er rein, ich bin der, der Theke und der sagt, vergiss Take, vergiss alles, du kommst jetzt ins Marketing. Und ähm, habe ich natürlich angeboten, dass ich das Social Media und sowas alles gratis mache, weil ich wollte einfach nur den Job unbedingt haben und ich war bereit, alles zu machen. Im normalen Bereich natürlich alles zu machen. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, einfach nur, um den Job zu bekommen. Ich musste irgendwie, wenn das Marketing nicht auf mich kommt, nicht zu mir kommt, dann muss ich dorthin gehen. Und wie gesagt, ich war bereit, alles zu machen. Und dann hieß es, ich mache das gratis für euch. Habe ich natürlich am Anfang auch gemacht die waren super excited, super aufgeregt. Und jetzt, zwei Jahre später, leite ich das ganze Marketing. Also nicht online, sondern das komplette Marketing als Head of Marketing. Und um es nochmal so in einem Satz zusammenzufassen, und das habe ich von Gary V. so oft gehört, er hat gesagt, jeder will sofort erfolgreich sein, jeder will sofort Geld verdienen äh, und so weiter und so fort. Er hat gesagt, Leute, ihr müsst erstmal umsonst arbeiten. Yeah, genau. brutal überzeugen yeah, und dann genau. eröffnen sich Türen. Ihr müsst Leute, ihr könnt Leuten auf Instagram in die DMs und sagen: Hey, ich bin Grafikdesigner, so dein Logo, man könnte es besser machen, ich mache es gratis. Marco, ich sag's mal so: Du hast jetzt eine, du machst jetzt diese, diese, Sache mit der ganzen Podcast-Geschichte und Tini kommt nach seinem Abi und er sagt: Hey, Marco, ich schneide Videos zum Beispiel. Ja. Ähm, kann ich für dich arbeiten? Du bist in der finanziellen Lage, ähm, ihn einzustellen, sagen wir mal. Würdest du nicht am Anfang sagen, hey, sag mal, was du drauf hast? Schick mal, schick mal ein paar Samples. Nimm mhm. doch diese zwei Videos und schneide die ohne Geld. Du musst ein bisschen Du, du musst for fucking free arbeiten aber du erstmal denjenigen überzeugst, also du steckst auch nicht die, deine Hand in deine Tasche, in dein Geldbeutel und sagst, ja eingestellt, hier nimm die Kohle. Du willst ja auch ein paar gewisse Sachen sehen. Funktionieren Klar, die? Ja, Funktionieren ja. die nicht? Definitiv. Aber das ist glaube ich ganz wichtig, dass Leute so sich ein bisschen davon lösen, dann gleich irgendwie mit mit 20 Multimillionär zu werden. Einfach mal umsonst arbeiten, überzeugen und Wichtigste: Du warst mal arbeitslos, ich war mal arbeitslos. Nehmt die Zeit nicht nur zum blöd rumsitzen und, 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 und ein depressiver Klo sein. Ich habe ich hab die Zeit so krass genutzt. Ich habe auch, hey, Podcast. Was für ein Mikro brauche ich? Welche Software brauche ich? Photoshop, dies, das. Ich habe mir so viele Skills in der Zeit angeeignet, die mir jetzt so mega nützlich sind. Und ja. jetzt könnte man Leute sagen, hey, du willst einen Podcast starten? Ich gebe dir alle Tipps, die ich mir hart erarbeitet habe und ich könnte es for free ihm geben. Ich kann Geld verlangen, was auch immer. Ich habe Skills. Definitiv, definitiv. Also egal, was du machst ähm, egal was für du Impulse du dir auch, wo auch immer du die holst, es ist, alles ist Physik, Aktion und Gegenreaktion. Egal wie viel Zeit du reinsteckst, das amortisiert sich alles wieder rein. Das, äh, it's like, it's, it's a thing. Weißt du, was ich meine? Yeah. Das ist genau, if you get a fucking slap in the face, je stärker dieser Slap ist, desto größer wird auch der Schmerz sein. Und das kannst du interpretieren, also wie auch immer du willst. Weißt du, mhm. was ich meine? Ich stecke so viel Energie rein, es kommt auch wieder zurück. Ist natürlich nicht immer der Fall, aber 99 out of 99 times it is so. Thermodynamik hat uns das schon gezeigt und ja. Ich wollte ich, ich wollt gerade sagen, ich als Naturwissenschaftler jetzt noch erstmal Aktion gleich Reaktion ist ein Gesetz. Ist, ja, ja. Es ist so. Überall, wo du eine Kraft ausübst, kommt eine Kraft zurück. Und, genau. Und jetzt zusätzlich dazu gibt es noch den Energieerhaltungssatz. Energie, uh, kann nicht, Energie kann nicht erzeugt oder, oder äh, erloschen werden. Die Energie wird umgewandelt. Und zum genau. Beispiel, dann kommen Leute, was mit einem, mal eigentlich was Schlimmes, mit einem Autounfall. So ein Auto fährt wo dagegen und dann liegt dein Auto rum. Die ja. Energie geht ja, ja. in Verformung von einem Auto. Ja, ja. Dein Auto verformt sich. Ja, ja, klar, natürlich. Und wenn ich atme, und spreche, die Luftpartikel tragen die Bewegung hier an deine Pflanze, was weiß ich. Auf jeden Fall Energie, genau. die ist nie verloren. Und ja. so ist es, wenn ihr euch was antrainiert. Es ist nicht umsonst. Geduld, Geduld, Geduld ist eine Tugend. Ja, ja. Trust the process, oder? Trust the process und go with the flow. Also, das ist bei super Mottos sozusagen. Okay, und eigentlich haben wir jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen. So Will Smith hat mal gesagt: um, If you stay ready, you ain't gonna get ready. Mhm. So nach dem Motto: nutz die Zeit und wenn die Chance kommt, dann bist du vorbereitet. Wenn du dich anfängst vorzubereiten, wenn es eine Möglichkeit gibt, ist zu spät. Da gibt es jemanden, der vielleicht nächtelang durchgearbeitet hat, um sich die Skills anzueignen und dann kommst du und sagst, ja, oh, ich habe aber eine, eine Woche lang versucht, Photoshop zu machen, ja, yeah. too late. So, wie war es eigentlich dann für dich? Wie lange hast du dich dann wirklich auf so einen Moment dann hinter verschlossenen Türen schon vorbereitet gehabt, um zu sagen, so, jetzt habe ich die Möglichkeit, hier ins Marketing reinzurutschen und jetzt ergreife ich die Möglichkeit. Wie lange hast du auf so einem Moment eigentlich schon, ich sag mal, im stillen Kämmerchen heimlich dran gearbeitet? Es gibt keinen Zeitpunkt, wo du sagst, okay, ich bin jetzt ready. Eigentlich, you're always ready, aber irgendwie bist du auch nie ready für die Sache. Das ist wieder, und ich wiederhole mich hier, you gotta take the leap of faith. Klar, es müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein, natürlich. Was jetzt Marketing anbelangt, zum Beispiel, du brauchst Know-how, du musst, uh, you gotta put things into tests um zu sehen, ob die überhaupt funktionieren, weil diese Sachen würde ich ja später auch ähm, in deinen Projekten zum Beispiel auch noch integrieren. Und deswegen, es geht hier, es handelt sich um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, wenn wir hier über persönliche Entwicklung reden oder bin ich jetzt bereit, den Job anzunehmen oder die Stelle anzunehmen zum Beispiel. Geh einfach rein, guck, dass du das nicht maximal verkackst sozusagen. Und ansonsten, Learn by Doing, frag, recherchier. Lese ein paar Bücher, guck dir Tutorials, du hast so viel Zeit in deinem Alltag. Ähm, es gibt immer Zeit, um für Bewegung und um dein Know-how ein bisschen zu expandieren. Und es gibt da keine Ausreden. Ich arbeite auch 13, 14 Stunden am Tag und ich finde immer noch Zeit für mein Training, dass ich meine Sachen, die ich jetzt auch wiege, in, meinen, in meine App eintrage, dass ich mir sonntags ein Buch lese zum Beispiel, dass ich Social Active bin. Alles mögliche. It's fucking Time Management and Task Management. Just Take, take the leap of faith. Auf jeden Fall. Und eine andere Sache, das ist ja auch oft so und das ähm, kennst du sicher auch. Ähm, und ich bin eigentlich gar kein Freund davon. Beispiel. Ja, wenn ich jetzt äh, mich irgendwo bewerben würde und würde sagen, hey, ich, ich, keine Ahnung, ich kann äh, auch auf, auf Photoshop dies, das, ich kann Video schneiden, ich kann Audio inzwischen. Mich würde in Deutschland, ich rede von Deutschland, wahrscheinlich kein Unternehmen einstellen, außer ich habe vielleicht eine Social Media Reichweite von Millionen, was weiß ich. Aber die sagen, du hast kein Stück Papier. Ja, auf den steht, du hast das studiert. Wenn ja. du in Deutschland kein Stück Papier in Händen hast, die Leute glauben es dir nicht. Und das ist, genau. so, das ist so ein Konzept. Auf dem Papier bin ich Naturwissenschaftler, aber ich habe andere Talente und ich habe aber kein Stück Papier. Ja. Und das Konzept kotzt mich in Deutschland ein bisschen an. Ich glaube, andere Länder sind da definitiv flexibler, weil ich sag mal, vielleicht, vielleicht in Amerika, der Erfolg kann dir recht geben. So, wenn du, Definitiv. wenn du deine Sache im Griff hast und der gibt dir von mir aus ein Videosample, schneid es für mich und du machst mhm. es gut, ist doch dem egal, ob du ein Stück Papier hast. Ja, ja. Aber ich glaube, Deutschland ist da nicht flexibel genug. Das ist mir ein bisschen ein Dorn im Auge, muss ich sagen. Ja, und das verstehe ich eigentlich auch nicht, warum, weil, wenn wir schon hier die finanzielle Lage ein bisschen analysieren und was wirtschaftlich dieses Land schon im Laufe der Jahre geschafft hat, die Deutschen arbeiten ergebnisorientiert. Und das verstehe ich jetzt auch nicht. Warum brauche ich ein Stück Papier zum Beispiel für meine Social Media Skills oder für meine Grafikdesign Skills oder was auch immer, wenn ich schon Ergebnisse liefern, die überdurchschnittlich gut sind? Was bringt mir ein Stück Papier? Also, ja. ich kann dir Menschen bringen mit, mit Master und Bachelor und was weiß ich, was für ähm, Zertifikate und Theorie super, aber wie sieht es mit Praxis aus, Bro? Theorie und Praxis, it's, it's, it's a fucking ocean in between. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Und guck mal, das nächste Problem ist bei so einem Stück Papier, das Stück Papier äh, mit meinem Masterabschluss, alles in allem, das waren sechs Jahre meines Lebens, bis ich ein Papier habe. Ja, ja klar. Wenn ich aber die Skills hätte und mir das Papier nicht holen muss, dann hätte genau. ich vielleicht nach einem Jahr mir die Skills genau. angeeignet. definitiv. Ähm, Wenn es nur um dieses Stück Papier geht, ich sage es mal so, als Grafiker, als Creative Design, ich kann das Photoshop ist kein Problem. Wenn die nur das Papier wollen, ist überhaupt kein, kein Problem. Aber wenn du, wenn du schon siehst, diese ganze Sache, was ich jetzt mit meiner Selbstständigkeit eigentlich mache, mit Creative Design und dies und das, ich bin eigentlich kein, ich habe kein Studium, was Grafikdesign angeht. eigentlich Richtig. weder Photography noch Video noch ähm, IT oder sowas. Also, das ist alles, wie gesagt, Learn by doing. Aber ich glaube, später kommt noch eine Frage bezüglich des Themas. Also, Aber ich nur, mich ein bisschen zurück. Nur ganz kurz, deswegen finde ich auch so Leute wie dich dann fasziniert, weil ich, ich sage immer wieder, wenn jetzt hier keine Ahnung. Manuel Neuer sitzen würde. Der Podcast wird wahrscheinlich so durch die Decke gehen, jeder will es hören. Aber klar sind so Menschen erfolgreich und haben irgendwie die Reichweite. Aber ich finde, Leute, wie viele Leute sind äh, Torwart beim FC Bayern? Wie viele Leute stehen in der Öffentlichkeit von uns? Ein Mini-Prozentsatz vor. Auch Jaja. von den Zuhörern. Ich gönne es jedem, der den Weg geht und es erfolgreich macht. Die meisten Leute, die hier Mehrwert wollen, sind Leute, die sagen: Hey, ich habe vielleicht kein Stück Papier, ich suche meine Leidenschaft. Wie zur Hölle kann ich das in die Tat umsetzen? Und deswegen rede ja, ich ja. mit dir und nicht mit dir, mit einem äh, Doktor, der Grafikdesign. <laughs> Gibt's wahrscheinlich gar nicht. Geil, geil, geil. Ja, aber okay. das, weißt du, was ich meine? Ja, da ja, da ja, liegt ja, der Mehrwert. Die ja, ja. Leute wollen hören, wie kann ich das schaffen? Und deswegen ja, ja. ist das super. Aber da werden wir nachher noch genauer drüber reden. Mhm. Aber wir haben jetzt schon ein bisschen drüber geredet: so, okay, du hast dich in der Situation super selber vermarktet, sage ich mal. Super. Also it's also relative sozusagen, sagen wir mal, vermarktet. Du hast, du hast nicht vermarktet. <laughs> genau, genau. Und mhm. viele Leute haben ja, das geht auch wieder zurück auf, okay, die kennen sich nicht, hören nicht in sich rein, Bauchgefühl, alles über was wir geredet mhm. haben, viele Leute haben ein Problem, sich selber zu vermarkten, mhm. weil die vielleicht gar nicht wissen, wer sie sind oder die, genau. die, die wissen es nicht, vielleicht wird's awkward, ach, ich soll nicht so viel Positives erzählen, nachher wirklich arrogant. Mhm. Ich meine, das grundlegende Problem ist halt, die beschäftigen sich nicht mit sich selber, was sie wollen im Leben, hören nicht in sich selber rein. Und wie will man sich vorstellen, wenn man sich selber nicht kennt? Noch eine Sache, Leute kennen alles. Die wissen, wo ein Star wohnt, welche Cerealien der isst, mit wie vielen Frauen der geschlafen hat, wie die Kinder heißen. Wenn du dir fragst, was ist deine Leidenschaft, wissen sie nicht. Ja, ja. Und ich glaube, das ist so ein, wieso viele Leute ein Problem haben, sich vorzustellen. Und du hast dich da vermarktet. Deswegen jetzt mal für Leute, die sagen. Wie kann ich mich als Mensch vermarkten, in Bewerbungsgesprächen zum Beispiel? Oder vielleicht haben die schon Produkte in der Hand. So aus deiner Marketingperspektive, welche Tipps hättest du für Leute, um eben Marketing irgendwie so aufs nächste Level zu bringen oder überhaupt mal anzufangen? Was dein Marketing angeht, zum Beispiel wenn bei einem Bewerbungsgespräch, da geht es zu 101%, wie du dich selber vermarktest, wie du dich selber verkaufst, weil du hast jetzt eine halbe Stunde hier und das ist deine Chance, damit du ihn überzeugst. Warum soll ich dich einstellen und nicht jemand anders? Du machst eine Analyse, was kannst du gut, was kannst du diesem Arbeitgeber anbieten, was der andere nicht anbieten kann. Und du guckst, dass du dich von der Konkurrenz abhebst. Guck, dass du deine positive, deine besten Eigenschaften so hervorhebst und so verkaufst, dass du den anderen nicht, nicht mal die Möglichkeit gibst, zu sagen: Ich überlegs es mir. Blash the shit out of him. Und wie? Das hängt dann von vielen Faktoren ab. Klar. Dein Know-how, was hast du gemacht? Also Gestik und Mimik, mhm. deine Körpersprache, deine Vibes, alles. Vibes, it's a thing. Jeder empfindet die Vibes. Wenn du zum Beispiel einen Kundentermin gehst, du vermarktest, vermarktest dich ja. Die Kunden sind nicht dumm. Wenn du reinläufst und dein erster Gedanke, deine Prio in deinem Kopf ist, I'm gonna make some money, dann hast du schon verloren. Mhm. Der Kunde braucht jemanden, der ja, an erster Stelle den Kunden prioritisiert und sagt, okay, was sind deine Wünsche? Und ich verspreche es dir, das werden wir auch genauso machen. Und ich werde dich aufhören, bis du happy bist. Und an zweiter Stelle, ich auch. Infinito. Also da muss ich sagen, Bewerbungsgespräche, das ist erstmal so ein Mindset-Ding. Das hat jetzt vielleicht nichts mit Marketing zu tun. Die ersten Bewerbungsgespräche so war ich natürlich ein bisschen aufgeregt. und Habe gedacht, puh, hoffentlich bekomme ich den Job. Ich habe auch einen Job gebraucht. Und dann habe ich mit meinem Mindset irgendwann gedacht: Also ich verbringe da mehrere Stunden meines Lebens. Was interessiert mich eigentlich, ob, ob ich denen gefallen? So, es muss ja mir gefallen auch. Und dann habe ich ab sofort bin ich zu den Bewerbungsgesprächen hingegangen, habe gesagt: Mal schauen, ob die mir gefallen. Und ja. als ich allein mit dem Schiff, mit dem genau. Schiff im Kopf, ich war nicht mehr nervös. Erst das erste. Du wirkst einfach selbstbewusster auf die Menschen. Genau, genau. It's an attitude. It's an attitude thing. Walk like a badass. Du gehst da rein und das Mindset, was du da brauchst, ist, ich gehe, ich schaue, ob die mir gefallen, and I'm gonna get this job. Punkt. Attract shit. Punkt. Ja. It's the law of fucking attraction. Weil ich wollte die Frage stellen, warum hattest du Angst oder warum warst du unsicher, bevor du im Raum, also den Raum betretest, sozusagen? Mhm. Also was war die Angst, sozusagen? Wenn ich schon sowas höre, ich bin nervös, ich habe Angst, was ich da sage oder was ich höre. Wenn du schon Angst hast, dann hast du, hast du dich selber noch nicht gefunden. Ja. Weil wenn du weißt, wer du bist, wo du hin willst, was du gut machst und du weißt, dass du das auch gut machst, dann brauchst du keine Angst haben. If you know who you are, go and get shit done. Punkt. Punkt. Und ja, also. Punkt, nee, da füge ich nichts hinzu. <laughs> ähm, ja, und ich sage mal Produkte und so das ist vielleicht dann auch nochmal je nach Produkt ein bisschen spezieller und auf was man da alles ähm, achten sollte. Geht vielleicht auch zu tief in die Materie jetzt. Ich weiß nicht, ob du zu Produkten noch ein bisschen was sagen möchtest. Wenn nicht, ist in Ordnung, weil das ist ja echt produktspezifisch vielleicht. Ich finde etwas, was du gut kannst, sehr sehr gut. Du weißt, dass du es gut kannst. Du hast ein paar Referenzen. Also this shit is case closed. I can do this and I can do it. Überdurchschnittlich gut. Mach eine swot analyse nochmal. Schau mal, wie der Markt aussieht. Was für Konkurrenten, also was für Konkurrenten gibt es da draußen. Guck, dass dein Produkt einzigartig ist. Wir leben in 2020. Guck, dass dein Produkt so nachhaltig wie möglich ist. Und achte mal ein bisschen so, wie, wie der Marketingwandel zurzeit ist. Wo befinden, in was für eine Phase befindet sich das Marketing? Wir befinden uns in einer Marketing-4.0-Phase. Also wir leben nicht in 1970, wo das Marketing-1.0 im Vordergrund stand, das Product-Centric-Marketing, wo die Leute gesagt haben, hey, mich interessiert nur das Produkt. Hm. Schmeckt es gut zum Beispiel? Sieht es gut aus? Und Finito? Also, es juckt mich in Scheiß jetzt der Rest, aber surprise, surprise, 2020, es heißt Marketing 4.0 und es heißt Value-Driven Marketing. Und es sind Konzepte, die schon Philipp Kotler, Marketing-Guru, schon längst vorgestellt hat. Und was Marketing 4.0 sagt, ist Value-Driven Marketing. Mich interessiert natürlich, wie das Produkt schmeckt, wie die Verpackung aussieht, aber jetzt kommt der Punkt: Mich interessiert auch, ist das Produkt nachhaltig? Wie wurde das ähm, hergestellt? Wer hat das hergestellt? Wer verkauft es? Was ist es für ein Typ? Was für ein Impact? Was für ein Einfluss hat er auf dieser Welt? Das alles zählt. Guckt ein Beispiel von Nestlé zum Beispiel. Das größte mhm. motherfucker unternehmen Also ja. ich boykottiere Nestlé schon seit Jahren, Jahren, Jahren. Wie viele Leute kaufen keine Nestlé-Produkte, weil der einfach nur, weil er so einen krassen Background hat, zum Beispiel. It's a thing. Und vielleicht noch eine Sache, vielleicht spielt es da auch eine Rolle. Ich merke ja auch, Karin, früher hast vielleicht auch ein technisches Produkt gekauft. Okay, besten Statsort, das ist geil, aber du siehst ja auch, also ich sehe es zumindest in vielen Werbespots, die verkaufen ja auch teilweise jetzt Emotionen, die verkaufen ähm, Definitiv. Erfahrungen. Was für einen Mehrwert gibt nicht nur das Produkt, weil es die besten Videos macht, was für ein... Mehr Wert kannst du da als Emotion rausholen. Du kannst vielleicht eine Familienfeier filmen, du kannst so ein Video haben mit deiner Familie, mit so einem, was auch immer. Also da werden mehr Emotionen, es gehört mehr als nur das Produkt. Das gehört da auch genau, dazu, oder? Genau, genau. Du siehst sogar früher, wie die Werbungen früher zum Beispiel aussahen. Es war eine Flasche, was auch immer. Also Coca-Cola wollte ich sagen, aber es ist ja ein schlechtes Beispiel, weil die Werbungen von Coca-Cola waren Super emotional im Laufe der Jahre mit ja. den Red Trucks und den Nikolaus. Also, falsches Beispiel definitiv. Aber es gab auf jeden Fall Produkte, da wurde ein Pro Produkt einfach nur platziert und finito. It's fresh, it's cool, enjoyed, it cold und ready. Also, das war einfach nur der Genuss sozusagen. Ja. Das wurde vermarktet. Hitze draußen und trink dir, das, trink dir eine Sprite oder was auch immer. Aber wenn du schon die Werbungen, wie du sagst, heutzutage schon siehst, du kaufst dein Handy. Lifestyle. Die Leute sollten dich, also du gehörst in einen anderen Status, mhm. äh, in eine andere Statusgruppe sozusagen. Das ist, es ist sehr kompliziert geworden. Okay, dann lass uns jetzt mal vielleicht auf den Punkt weitergehen, was viele Leute da interessiert. Heutzutage, auch ich und ich glaube kein Produkt und keine Dienstleistung kommt mehr drumherum um Social Media. Die Zeiten sind vorbei, wenn man vielleicht so ein Newspaper, eine Zeitung aufmacht oder Werbung im Fernseher, guckt die Leute, schauen Netflix, Social Media. Welche Rolle würdest du sagen, spielt es heutzutage und würdest du auch sagen, es ist unverzichtbar? Es ist unverzichtbar, leider. Leider ist es unverzichtbar. Weil vor zwei Jahren haben wir an der Uni oder an der Schule irgendwie Vorträge gehalten. Is technology good or bad for schools? Apparently, it's fucking good. Ähm, du kannst heutzutage ähm, auf Social Media nicht verzichten ob du es willst oder nicht und wenn wir jetzt also in terms of Marketing und Advertising yeah, wenn du eine Business hast ja. ähm, ich bringe mal eine beispielhafte Situation jetzt im Spiel ähm, während dieser ganzen Corona Phase habe ich Anrufe bekommen von Kunden von mir und es hieß du uh, anscheinend bleiben wir jetzt gibt es eine Ausgangssperre für zwei Monaten ähm, wie machen wir das jetzt hm. surprise surprise darf ich dich erinnern was die Antwort war, was deine Antwort war, als ich vor sechs Monaten zu dir gekommen habe und gefragt habe: Hey, sollen wir vielleicht dich im Social Media und Online-Media-Bereich betreuen? Sollen wir vielleicht deine Social, Social Media-Präsenz aufbauen? Hm. Weil wir müssen mittel bis langfristig denken. Du kannst schon nie wissen, was kommt. Surprise, surprise, a fucking pandemic came. Ja. Und auf einmal standen die Kunden da mit mega Verluste, mit mega, mega Verluste. Also Zahlen, die waren einfach nur, ich war fucking geflasht. Und es hieß, ja, wie können wir jetzt die Produkte vermarkten? Also wie kann ich jetzt meine Produkte verkaufen? Ja, Social Media und Online Marketing. Aber willst du das machen, da du vor sechs Monaten der Meinung warst, dass das ist diese Technologie, die das ist nichts für mich, weil ich 50, 55 bin. Anscheinend ist es doch was für dich. Also du merkst schon die Ausgangssperre. Die Leute waren schon indoors für zwei Monate. Was machen die? Die chillen alle mit ihren Handys. Weißt du, was ich meine? Ja. Und genau da brauchst du Image-Kampagnen, Brand-Awareness-Kampagnen. Schmeiß die Werbung auf ihren Handys, vor ihr Gesicht sozusagen und guck, dass du einfach nur die Lage vorbereitest für, nach, für die After-Corona-Phase. Absolut. Weil du brauchst dein Unternehmen da nicht stilllegen. Das, wie gesagt, Krise... Chance. Ja. Zwei Monate, entweder holst du rum oder du machst eine super solide Planung, dass du für die After-Corona-Phase so schnell wie möglich, dass dein Unternehmen auf die Beine steht. Da muss ich auch noch eine, eine Anekdote loswerden. Und zwar ging es auch jetzt: man kann ja nicht mehr in Hotels und so weiter und so fort. Ich habe mir gedacht, viele Hotels, die zu machen, drehen Däumchen und machen nichts. Und dann, Beispiel, ein Hotel, was so ein bisschen zum Wandern war in Italien, in den Bergen, mhm. auch zu. Und dann habe ich mir gedacht: ey, die haben immer morgens so ein richtig geiles Heft auf deinem äh, Frühstückstisch. Da steht drin: Okay, hier in der Region, das ist das Kräuter, was man essen soll, das bringt und mhm. haben sie die, die Gegend beschrieben. Und das waren auch ältere Leute und ich habe mir gedacht, es gibt eine Zeit nach der Pandemie, es gibt eine Zeit nach Corona. Definitiv. Und dann habe ich in meinem Kopf, weil ich es ja selber mache, ich habe mir gedacht, kauft euch bitte hier so ein Mikrofon, zwei Stück USB für was weiß ich, 50 Euro <laughs> ja. und startet einen Podcast über diese Gegend. Wow, wir haben hier die Wanderwege, die ja, ja. Natur, wir haben hier ja. die Kräuter und als Hotel, du musst ja auch danach denken und. Je nachdem, was du verkaufst, ob es ein Zimmer ist, ein Gan wenn die eine Woche bleiben, das ist ja Geld. Und wenn dein Podcast nicht tausend Leute hören, sondern dein Podcast hören fünf, die kommen aber nach Corona in dein Hotel für eine Woche, hast du ja klar, definitiv hast du Einkommen generiert. Aber die meisten, die sitzen halt rum und drehen Däumchen. Und manche, wie du sagst, vom Alter verschließen sich davor. Das sollte jedes Hotel machen. Die sollten sagen: Hey, hört mir mal hier in dem Podcast zu. Das erwartet euch, wenn ihr endlich wieder raus dürft. Das war also das war ein guter Vorschlag, definitiv. Also nutzt die Zeit sozusagen für das, was später kommt, weil diese Scheiße geht nicht für immer, hoffentlich. Ähm, und ja, also du kannst jetzt nicht erwarten von Unternehmen, dass die mega viel Kohle reinstecken wegen also während so einer Zeit, definitiv. Ja. Aber ähm, es gibt da keine Ausrede. Was die Planung und Organisation angeht für die Wiedereröffnung, ja. Wiedereröffnungsphase, da gibt es keine Ausreden. Du hast ein Team, du hast Personal, die arbeiten nicht zur Zeit oder Kurzarbeit, je nachdem. Mhm. Die bekommen ihren Gehalt, wenn nicht in vollem Umfang, einen Teil davon. Setz die ein. Ja. Die Tools, die du hast, all diese Tools, setz die ein. Die sollen brainstormen, zu sollen Strategien entwickeln, die sollen ähm, dir Ideen raushauen. Ähm, genau. Ja, das ist jetzt auch wieder, guck mal, das ist eine Sache, die ist mir eingefallen als. Der keine Ahnung, keine Ahnung von Marketing hat. Also, das ist ja auch nicht, dass man. Die Leute stellen sich ja sowas so, manchmal so komplex vor, manchmal kann es so einfach sein. Naja, egal. Dann lass mal jetzt für die Zuhörer, die jetzt vielleicht, vielleicht betreiben sie es auch privat, wer weiß es, Social Media. Was glaubst du, machen Leute oder Unternehmen generell eher falsch im Umgang mit Social Media? Was sind so die Mistakes, die man nicht machen sollte? Jeder ist ein okay Stand, was Online-Marketing angeht, aus einer qualitativen Sicht. Also die Basics kennen ja mehr oder weniger alle. Ich glaube, das aber, was die meisten mit Social- und Online-Marketing assoziieren, ist: Was ist Social-Media-Marketing? Bilder posten. Surprise, surprise. Not even remotely close. Social-Media-Marketing ist nichts anderes als ein Bestandteil aus diesem großen Baum, was Marketing heißt. Ist eine Form von Marketing, wie Newsletter-Marketing, wie Affiliate-Marketing, wie Off-the-Grid, On-the-Grid-Marketing. Und die Leute denken einfach nur, Bilder posten hm. heißt, ich betreibe Online-Marketing. Nein, tust du nicht. Wir reden hier von Kampagnen erstellen. Wie erstellst du deine Kampagne? Willst du das anhand eines Videos kommunizieren? Wie sieht das Video aus? Wer ist da drauf? Wer filmt das Video? Wer schneidet? Wer editet das Video? Wo wird das Video ausgestrahlt? Welch, was ist deine Zielgruppe? Welche Region? Welche Altersgruppe? Mhm. Und das, was ich dir gerade eben erzählt habe, das ist nur, wie sieht das Video von einer Brand Awareness oder Image Kampagne? Wie tust du das dann in den Social Media kommunizieren? Welche Konten verknüpfst du dann? Wie setzt du deine Budget? Wie machst du dein Audience Targeting? An wen wird diese Werbung ausgestrahlt? Was sind deine Ziele? Was willst du nach der Kampagne erreichen? Wie viel Budget steht zur Verfügung? Auswertung dann. Die Kampagne ist fertig. Drei Monate Kampagne. Mm. Du hast dann nichts anderes außer Zahlen und Daten. Was machst du mit diesen Zahlen und Daten? Du musst sie interpretieren können. Und deswegen ist das, glaube ich, das größte Problem. Die Leute assoziieren was komplett Falsches mit Online-Marketing. Weil jeder denkt, wenn du fragst, hey, wie, wie betreibst du denn Online-Marketing? Das heißt, ich poste Bilder. Okay, und was noch? Ich verwende Hashtags. Aber nicht viele Hashtags, weil wenn es zu viele sind, dann empfindet es vielleicht Instagram als Spam. Das sind so ausgelutschte Aussagen einfach nur. Ja, ich poste hm, dreimal die Woche. Ist zwar richtig, der Algorithmus ist ja wie ein Baum. Ja. Da wächst, da wächst, da wächst. Du musst natürlich ongoing blei bleiben. Aber was postest du, ist die Frage. Ja, ich like und kommentiere bei jedem Bild oder bei jedem Hashtag, was relevant ist, zum Beispiel am Tag dreimal. Auch eine Theorie, klar. Du postest Content, Content. Content ist King. Gut. Also, ich glaube, dann, um es nochmal kurz so runterzubrechen, was Leute falsch machen. Erstens haben sie ein falsches Verständnis davon, was es ist. Sehr, sehr falsches Verständnis. Sehr falsches Verständnis. Sehr falsches Verständnis. Dann, ich glaube, viele Leute sind, machen lieber gar keinen Content, als schlechten Content zu machen und, und, und trauen sich es nicht. Ich glaube, ich auch ein Fehler. Also ich würde es nicht als schlechten Content be ähm, bezeichnen, sondern eher als irrelevant, irrelevant, also irrelevanten Content okay. sozusagen. Aber ich bin der Meinung, lieber ir irrelevant ja. Content <laughs> als kein Content. Ja, 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 definitiv, definitiv. Das ist das nächste und, und eine andere Sache, die man ja auch nicht vergessen darf. Da, es gibt ja die App-Beispiele, jetzt wirklich TikTok und Instagram. TikTok, Organic Reach. Ich habe es selber getestet, ich habe mal ein Video gepostet, bumm, 28.000 Klicks, 300 hm. Follower. Nice. Wenn ich das bei Instagram mache, da habe, ich, da habe ich 50 Views, 15 Likes und 0 Follower mhm. generiert. Also man darf auch immer nie vergessen, was steht hinter so einer App, was steht für ein Algorithmus dahinter. Und nicht umsonst, bei TikTok gibt es inzwischen, ich habe meinen Augen nicht getraut. Es gibt die Tagesschau bei TikTok. Ja. Und die springen alle auf den Zug. Und das heißt, wenn man zur richtigen Zeit auch noch am richtigen Ort ist, kann man vielleicht mehr Reichweite generieren. Man muss auch irgendwie so den Blick oder man muss eben, man dafür bezahlen, der sagt, hey, Definitiv. Klar, man Definitiv. kann Instagram-Kampagnen und Facebook-Kampagnen starten, aber denk mal drüber nach, auf die App zu switchen, da könntest du in kürzerer Zeit mehr Leute erreichen. Mal eine Frage jetzt an dich. Ähm, warum denkst du, bezahlen die meisten Leute nicht jemanden, das zu machen? Was denkst du? Ist, ist ganz simpel, eigentlich, ganz simpel. Ich glaube, also ich muss sagen, viele Leute denken in Zahlen und die denken, ich würde eigentlich Geld verdienen und ich will kein Geld ausgeben. Okay, und warum gebe ich nicht das Geld aus? Weil die vielleicht den Mehrwert nicht sehen. Die denken, ich kann es vielleicht selber besser. Punkt. <laughs> genau. Und was passiert dann? Ich kann es ich selber vielleicht nicht besser, weil klar, jemand, der sich darauf ja. spezialisiert hat, das, mein, also das heißt, der hat ja schon einen Background, der hat schon einige schon gemacht. Sollte zumindest so sein. Aber die denken auch, ich kann das auch machen, wenn hm. wir wieder auf, den, auf diesen Punkt zurückkommen in der Art. Ich kann ein Bild posten. Ich kann ein Bild posten und zwei Hashtags machen und mit der Abnehmergruppe interagieren, und was Kommentare angeht und dann habe ich schon, ich betreibe Online-Marketing. Ja. ja, das stimmt auf jeden Fall. Und jetzt haben wir so ein bisschen eigentlich gesagt, was sie nicht machen sollen, aber auch was sie machen sollen eigentlich. Gibt es da noch was, so Sachen, die man definitiv jeder beherzigen sollte? Hast du da ein paar Bullet Points noch für die Leute? Es ist nicht okay, fünf Sachen, die sollte ich machen, die sollte ich jetzt nicht machen. Es ist jeder, was für sich als richtig hält. Aber ich kann dir jetzt aus meiner Sicht sagen, was ich so für kleine Strategien ich mache, die auch eigentlich gut funktionieren. Also haben für mich zumindest funktioniert. Okay. Als in dieser ganzen Geschichte Martin Meyer mit ähm, Musikproduktion und DJing und Radioshows. Leute sagen, Content is King. Content is King, definitiv. Ich habe seit Neuestem ein Buch gelesen und es heißt Fuck Content Marketing. Hm. Bombe. Super. Buch. Content is king, aber ich würde sagen Content Experience. Und was meine ich? Ich bringe ein Beispiel, also ein Beispiel. Ja. Ich als Musikproduzent und DJ, ich überlege mir jetzt, mh, einen Track zu machen. Ich mache techos musik normalerweise, ich mache elektroniker normalerweise. Ich entscheide mich jetzt, einen Pop-Track zu machen oder einen Summer-Housey-Anthem, was jetzt ein bisschen Mainstream ist. Klar, die Underground-Szene, die Tränen am Rad und wie meinst du das? Bla 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 bla. Und ich mache auf Instagram einen Poll. Also eine, um eine Umfrage, Umfrage sozusagen. Ja. Leute, soll ich das machen oder nicht? Ja oder nein? 88% ja, 12% nein. Ich würde es sowieso machen. Aber ich nehme die Leute rein ja. in diese Content Experience. Zwei Tage später poste ich eine Story oder ein Bild. I'm in the fucking recording studio and I'm starting the track. Ich fange jetzt mit dem Track an. Na. Die Leute sagen: Yes. Ich war zu dieser A-Gruppe mit A, ich bin gespannt, was rauskommt. Drei, vier Tage später, ich mache noch nochmal eine Story oder ich mache nochmal ein Bild. Ich habe die Vocalist jetzt da, wir nehmen jetzt die Vocals auf. Geil. Ein Monat später, Track is ready, fertig. Soundcloud, ein Track, 6 Minuten, zum Beispiel drei Minuten, zwei Minuten, je nachdem. Okay, wish me luck, ich schicke es jetzt an Plattenlabel raus. Plattenlabel haben es genommen, ich schicke es auch an YouTube-Channels raus. Fünf YouTube-Channels, große YouTube-Channels. Nach zwei Monaten, und soll ich das machen oder soll ich das nicht, nicht machen, sind wir in einem Punkt, die YouTube-Channels wollen den Track. Und der Track kommt morgen raus. Der Track ist rausgekommen. Der Track wird von 10, 12, 13, 14 YouTube-Channels weiter repostet. Nach sechs Monaten, sieben Monaten hast du bei diesem einen Track über fast eine Million Views. 700.000 Views. Überleg mal, was es mit Menschen ausmacht. Die Radio-Stations, die lassen den, diesen Track laufen. Und überleg mal, wie das angefangen hat. Should I do it or shouldn't I do it? Hm. Du hast die Leute über diese komplette Storyline mitgenommen und die fühlen sich, als ob die auch, die sind eigentlich auch ein Teil der Geschichte dieses Prozesses. Okay. Wie hat's angefangen? Wie ist gelaufen? Bam. Ein erfolgreiches Produkt ist rausgekommen. Also mit, mit anderen Worten, Leute. Auch das wieder an, geht zurück auf das Marketing. Die Leute wollen nicht nur das Produkt von genau. deinem Track. Die Leute wollen Ganz genau. den Struggle. Die wollen was gehört Ganz dazu. Genau. Behind the scenes Dem ihr machen Teil des Prozesses. Den, ja, ich, genau. ihr weil Teil des Prozesses Content Experience und Fun Fact die Story und die Strategie das ist von meinem Track feel. Das war eins zu eins, eins zu eins so gelaufen. Eins oh. zu eins so gelaufen. <laughs> ja, ja, ich verkomme noch Streams noch heutzutage. Das ist mein erfolgreichster Track. Bisschen unterschwellig Werbung. Okay. Aber dann, dann haben die Leute jetzt auf jeden Fall gehört, so man muss eine Geschichte erzählen, Storyteller sein und die Leute müssen Teil der Story sein. Sollte man. Es ist, ist meine Strategie. So eine gute Hat Strategie gut geklappt, genau. Gute Strategie. Okay, und jetzt noch so eine Klischee-Frage. Und ich bin mir relativ sicher, da gibt es keine Antwort drauf. Auch wenn jeder YouTube-Channel euch mit 6 Millionen Klicks pro Video euch was anderes verspricht, gibt es einen Trick, wie Leute mehr Follower bekommen. Einfach ein einfachen Trick. Schwierige Frage, tatsächlich. Ich glaube, wenn es um ähm, Artist-Management angeht, ich rede jetzt aus meiner Sicht, ja. ähm, in terms of branding, du solltest authentisch sein, definitiv. Ähm, du solltest treu an deine Konzepte bleiben, definitiv. Du solltest überdurchschnittlich gut das machen, was du anbietest, was du sagst, was du machst. Oh, überdurchschnittlich gut. Und wenn du das nicht überdurchschnittlich gut machst, dann get back in the fucking student practice. Weil wenn du nicht überdurchschnittlich gut bist, warst so du zu faul? Punkt. Ähm, authentisch sein. Relevant Content. Content Experience würde ich sagen. Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Leute, ohne Netzwerk geht nichts. Wie viele Street Artists sind da draußen mit ihrer Gitarre? Ja. Ed Sheeran-Niveau. Und wo sind die? Auf der Straße. Auf der Straße. Und wie viele Leute sind um, am Fernseher? Talkshows, die haben, ich hasse über Abschlüsse zu reden, aber die haben kaum einen Realabschluss. Ist auch vollkommen okay, gell? also ja, ja. wir sagen ja nicht, dass du einen Uni-Abschluss brauchst, damit du erfolgreich wirst oder dass du überhaupt was machst. Aber mein Point hier ist, es gibt so viele Menschen, die einfach nur so talentiert sind da draußen, aber denen fehlt halt dieses, dieses Networking und das A und O. Und wie viele Menschen sind da draußen mit null, null, null Talent aber Networking und es funktioniert absolut. Fucking connections, Leute. Ich, ich kenne so viele Leute, die sind die brutalsten Sänger. Geht gar nichts. Und auch so ein Street Artist. Du hörst die Stimme und denkst, das steckt jeden Sänger in die Tasche und dann gibt's genau. dann gibt's Leute. Du weißt es noch besser als ich, was man da im Studio alles noch reinbasteln kann in so eine äh, Stimme. Die sind einfach eigentlich katastrophal schlecht. Sollten genau. nie nimmer live singen, tun sie meistens auch nicht und machen Playback. Ja. Aber sind Fame as Fuck. Ja ja genau. Das ist Networking und Marketing, Artist, Ma Artist, Artist Management. Also, ich habe seit neuestem mh, kannst du dich an der Band, oder also, sie immer noch aktuell, kennst du die Band Swedish House Mafia? Ja, ja. Ähm, die Managerin von Swedish House Mafia, die hat ähm, ein PDF-Book erstellt, Artist Management, und da steht alles drin, ne, wie sie Swedish House Mafia zu diesem Produkt gemacht hat. Ja. Weil Swedish House Mafia was a fucking massive Konzept. Also, das war <laughs> äh, Star-Produkt. Und also schnappt das PDF oder so, ich kann es auch später geben. Und Leute, falls ihr das irgendwo findet oder falls ihr das wollt, hit me up with an E-Mail. Ich glaube, die tun wir auch in den Social Media irgendwo rein tun. Auf jeden Fall, kannst du ähm, aber auch kurz gerne erwähnen. Ähm, das war die äh, meyermartinofficial at gmail.com. Hit me up with an E-Mail, ich kann euch dieses PDF-Book schicken. Das ist also für Artist-Management, das ist bombastisch. Sehr, sehr, sehr cool. Okay, also man muss sich treu bleiben und alles was wir eben schon besprochen haben und so bekommt ihr Follower und ich weiß und es gibt's wieder Leute, die sagen, die suchen immer den heiligen Gral, die gucken auf ein YouTube Video How to get 2000 followers overnight. Bullshit. Das Video hat 12 Millionen Views. Es gibt keinen Overnight Successen. Overnight Success, ein overnight -Success <laughs> braucht 10 Jahre, 12 Jahre, 10.000 Stunden, 3 Jahre, aber es geht nicht overnight. Overnight exp uh, uh, Overnight Overnight ist Sorry, o Overnight Success ähm, ist, wieder, ist wieder ein Konzept, das ist, das, ist, das ist auch Marketing, das wurde uns so vor unsere Gesichter geschmissen. Es gibt Overnight Success, aber hat dir jemand erzählt, diesen Prozess vor den Overnight Success, was dahinter steckt? Nein, <laughs> nein. Okay, dann jetzt gehen wir mal zu dir als Person nochmal zurück. Du machst ja wirklich, es ist krass, wie viel du machst. Also, du hast ja natürlich deinen Marketing-Job am Start. Dann genau. hast du eben ja erwähnt hier Martin äh, Myers. Du tust ja auflegen, produzieren, du hast deinen eigenen Podcast. Ähm, machst, haben wir vorher auch drüber geredet, Grafikdesign, hast auch verschiedene, äh, machst Marketing für Unternehmen. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene äh, Subunternehmen da irgendwie dahinter stecken <laughs> und, aber, Bevor wir da nochmal so ein bisschen in die Projekte reingehen, die auch dir so am Herzen liegen, über die du sprechen möchtest. Wie lange hat es für dich gebraucht, wenn wir schon bei Overnight-Success sind? Wie lange hat es für dich gebraucht, um dann zu sagen, ich verdiene mit meinem Side-Hustle Geld. Ich bin jetzt ein Overnight-Success. Wie lange hat dein Traum gebraucht? 29 Jahre. Weil, wie ich auch schon vorher erwähnt habe, es ist ein Prozess, du bist nie ready. Aber irgendwann mal bist du auch denke ich okay ich bin ready aber irgendwie fühle ich mich doch nicht ready oder bin ich ready just do it mach das einfach ähm, es hat 29 Jahre gedauert bis ich gesagt habe okay ich will diese Richtung diese Richtung und diese Richtung gehen Geld war nie im Fokus das war nie die Aprio. also wir reden nicht von einer Festanstellung natürlich Marketing was ich jetzt mache aber für die Side hustles ich habe sehr sehr viel Zeug wie ich auch bereits erwähnt habe wie ich bereits erwähnt habe gratis gemacht auch mit Grafik und Creative Design auch noch aufgelegt, hm. am Anfang schon damals. Ähm, aber Geld war nie meine Prior. That's why I never attracted money. That's why I'm fucking broke all my life sozusagen. Also broke hm. halt. Ich war nie fucking rich oder ich hatte nie viel Kohle sozusagen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt fucking rich bin oder sowas, aber auf jeden Fall, ich habe meine Sales erhöht, ähm, indem ich auf passives Einkommen fokussiert habe und einfach nur verschiedene Einnahmequellen festgelegt habe. Mhm. Ich habe gesehen, was kann ich gut machen, überdurchschnittlich gut und ich mache das jetzt auch. Okay, ja das ist nämlich, da haben wir jetzt auch jedem nochmal den Zahn gezogen, es hat 29 Jahre gebraucht und deswegen was auch immer ihr macht, was ihr vorhabt, hört nicht sofort auf damit, hört auch nicht nach einem Jahr damit auf, außer es ist euch egal, aber wenn es eine Herzensangelegenheit ist und eine Sache die euch glücklich macht, zieht es durch. Und wenn es zehn Jahre braucht, braucht es zehn Jahre. Aber ich kann euch was sagen. Ein 9-to-5-Job, um vielleicht dann mal euer Eigenheim zu finanzieren, das braucht ungefähr 60 bis 65 Jahre. Und dann habt ihr, wenn ihr Glück habt, euren Kredit abbezahlt. Das braucht 65 Jahre. Ja. Ja. Und wenn ihr ein Zeithassel wollt und vielleicht passives Einkommen, wenn ihr es zehn braucht, ist das immer noch schneller, als vielleicht, äh, ich habe gerade so mein Haus abbezahlt. Ja, das ist die Side Hustles, ist eine geile Geschichte. Du weißt ja selber, wie das funktioniert. Aber die Side Hustles, selbst das Wort Hustle ist einfach geil. geil. Ähm, aber das bringt sehr viel mit sich mit. Also Schlaf, wie heißt es, Schlaflöse, Schlaf Schlafmangel, Schlaflose Nächte oder mhm. was weiß ich, Early Wake-Ups, äh, Selbstdoubt, Selbstzweifel. Das sind alles Punches in the fucking face, was auch gut ist, weil. Du lernst irgendwann mal, learn to take a fucking punch, irgendwann mal. Das ist gut, das ist auch ein Reality-Check, was Leben an sich dir gibt. Aber es gibt harte Phasen. Es gibt harte Phasen, Leute. Also es ist nicht einfach, es ist nicht einfach. Und vor allem, ihr könnt auch nicht mehr mit dem Finger auf euren Chef oder auf euren Boss zeigen, sagen, er, er, er fuckt mich ab, er ist schuld, sondern der Finger, der geht auf euch selber. Immer, 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 immer. Ihr müsst euch selber aus der Scheiße ziehen. Hast Projekt verkackt, ist deine grafische Gestaltung shit, hat der Kunde ähm, Beschwerden für die Website, was du gestaltet hast, für seinen Katalog, für sein Logo, für sein Schild? Alles stammt. Also alles fängt von dir an. Yes. Definitiv. Okay, und jetzt haben wir gesagt, was ein bisschen in dem Prozess dazugehört, um in so side Zeithassel oder was auch immer wie ihr es nennen mögt, hochzuziehen. Was würdest du sagen, ist so, mal gucken, ob, ob du es auf ein Wort, also auf eine Eigenschaft runterbrechen mhm. kannst. Was ist die wichtigste Eigenschaft? deiner Meinung nach um erfolgreich zu sein. Disziplin. 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 Ich könnte eine Episode über Disziplin machen. Ja, klar, aber ich könnte kurz äh, eine ganz 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 kurze Background Story, wie schon bereits erwähnt, ich war als Berufssoldat tätig und wenn ich da irgendwie meine Erfahrung bewerten konnte und irgendwie dass ich da ein Fazit sozusagen dann ziehe. Eine Schluss, Schlussfolgerung. Ähm, es waren fünf Jahre meines Lebens, die sind weggeschmissene Jahre sozusagen. Nur eins habe ich aus den fünf Jahren genommen und das ist die größte Eigenschaft und das ist der Nummer eins Faktor, wie ich das ganze Zeug, was ich jetzt mache, wie ich das auch manage. Und das ist das Wort Disziplin. Weil das wird dir ja in der beigebracht, ob du es willst oder nicht. Disziplin. Ja gut und ich glaube das geht jetzt schon direkt ins nächste äh, Thema mit rein. Ich habe ja gesagt du machst so viele verschiedene Dinge und dann also wir alle haben 24 Stunden und du hast schon gesagt du kriegst es trotzdem unter und das ist keine Ausrede. Aber jetzt reden wir so ein bisschen über Time Management Effizienz. Ja. Du tust ja mit so vielen Sachen wirklich jonglieren, die du parallel machst. Hast du Tipps für Leute bezüglich Time Management wie die die ganzen Sachen weil ein Zeit hast oder ich habe es auch unterschätzt. 40 Stunden Arbeitswoche plus side Genau. Plus Social Life, plus Familie, Friends, was auch immer. Alles Mögliche. Es ist hart. Es ist hart. Und wenn ihr da nicht schafft, irgendwie dass ihr euch so ein Konzept zu überlegen oder wie ihr das hinbekommt, wird es schwierig. Und ich glaube, du bist da ein Vorzeigebeispiel, wie man das gut hinbekommt. Ähm, dazu gibt es vier Begriffe. Und ich glaube, it sums everything up. How to get things done. Time Management. Task Management. Stress Management. Und Disziplin, diese vier Sachen. Du brauchst Time Management. Setz Deadlines, was deine Projekte angeht. Halte dich an diesen Deadlines, definitiv. Wenn es nur deine eigenen sind, ist gut, auch wenn es ein bisschen abschweift. Aber wenn es Kunden sind, mhm. dann Surprise, Surprise, dann hast du ein Problem. Wenn es Bestellungen sind, dann Surprise, Surprise, hast du wieder ein Problem. Ähm, Time Management, Projekte. Kauf dir zwei, zwei shitty Whiteboards für dein Studio oder für dein Office. Tu deine Projekte da auflisten, damit du einen Überblick hast. Priorisiere diese Tasks. ABC Analyse, ABC Methode sind das ist so einfach. Von mir aus nimm verschiedene Farben von Stiften, whatever fucking works, aber mach das. Mach das. Task Management, ist das was ich gesagt habe, priorisiere die Sachen. Ganz wichtig. Genau, die Frage ist jetzt, ja, easy to say, priorisiere, aber wie priorisiere ich die? nach was für einen Wert, finanziellen Wert, emotionalen Wert, also je nachdem, you know your shit, du weißt, was, was du brauchst, brauchst du jetzt mehr Kohle, klar, dann finalisiert das Projekt, was dir mehr Kohle reinbringt, ähm, brauchst du jetzt einen kleinen Win, weil du keine Ahnung, du hast dich jetzt nächste Woche von deiner Freundin getrennt und dir geht's shit und du brauchst einen kleinen Win für den Tag, dann priorisierst was anderes, dein, keine Ahnung, ähm, von mir aus, wie lege ich zwei Frauen flach oder zwei Männer flach in einer Woche? Weißt du, was ich meine? Ja, auch wenn ja. das dich happy macht, aber priorisier die Sachen. Du weißt, was Prio ist für dich. Stress, Stress Management, das kommt an allererste Stelle eigentlich, ja. weil, wenn du so viele Sachen machst, muss musst dir auch bewusst sein, dass es gibt ziemlich hohe, also der, der Stressfaktor ist sehr, sehr, sehr hoch. Ich meine, die Leute vertrauen, vertrauen dir ihre Business, ihr Unternehmen, ihre Mitarbeiter. Egal was es ist, auch wenn es ein 9-to-5-Job äh, ist, du hast bestimmte Sachen zu tun, es werden bestimmte Sachen verlangt. Someone is counting on you. Don't, ähm, don't, don't, don't let them down, sozusagen. Guck, dass deine Stresslevels so gering wie möglich hält, Weil eigentlich, wenn du stressfrei lebst, nicht zu 100%, aber wenn du sehr, sehr stressfrei lebst, You fucking one life weißt du wie viele leute da draußen unhappy sind und gestresst sind und wir brauchen gar nicht mehr über depressionen und anxiety disorders reden also Na. sind die neue krankheiten ja du ähm, der wahnsinn also ich kann dir da nur voll und ganz zustimmen ich, ich traue mich gar nicht was dazu zu sagen ich ja. ich will es ja fast nicht äh, noch komplizierter machen aber es, es ist so weil guck mal viele leute egal Gehen wir mal weg, du bist vielleicht in der Managerposition, die kriegen vielleicht einen Herzinfarkt und fallen tot um. Die Leute priorisieren oftmals auch die falschen Dinge. Wenn dein Körper und dein, dein, dein wenn du depressiv bist, mhm. egal was für Ziele du hast, was hast verloren, wenn dein Körper aufgibt, was weiß ich, kriegst einen Herzinfarkt, Game Over. Du musst dein Stresslevel und dein Körper und dein, dein Kopf und dein, wie du dich fühlst, ja. muss immer. Ja, ja. Für mich, Gesundheit muss. Ich kann es nochmal wiederholen. <laughs> ja, ja, Gesundheit muss die allererste Priorität haben. Definitiv. Und wenn es egal worum es geht, du kannst nichts machen. Ja, ja. Ähm, definitiv, definitiv. Und ich, ich glaube auch bei solchen Phasen jetzt mit Stress, Anxiety Disorders, Post Traumatic Stress Disorders oder Depression oder dies und das. Ich glaube eigentlich nicht, dass unbedingt dein Körper aufgibt. Ich glaube an erster Stelle gibt dein Geist auf. Dein Geist auf, weil ich merke es schon, das ist bei mir so: manchmal endet mein Tag 11 Uhr, 12 Uhr nachts mhm. und ich denke schon, ich könnte noch 10 Stunden weitermachen. Also mein, mein Geist ist sozusagen ehrgeizig, es könnte nonstop arbeiten, aber der Körper macht da nicht mit, zum Beispiel. Ja. Ähm, aber wenn dann auch dein Gehirn. In so einen Shutdown Mode kommt, dann ist finito, dann ist die Sache schon gegessen, dann hast du schon aufgegeben. Ach, ja, da nichts mehr hinzuzufügen. Und jetzt, wir haben es eigentlich nur tatsächlich viele Sachen so im, sagen wir so im Kontext erwähnt so. Von den ganzen Projekten, die du jetzt machst, gibt es da noch irgendwas, was dir jetzt, bevor wir vielleicht zu den ehrenamtlichen Dingen kommen, gibt es von den Sachen, die du machst, Martin Mayer, die Marke, gibt es noch irgendwas, was dir am Herzen liegt, was was in nächster Zeit ansteht, was du den Leuten noch ein bisschen Erzählen will. Gibt es von denen vielen Sachen noch irgendwas, über das du gerne reden möchtest? Ja, so einfach nur, ja, du hast recht, wir reden hier über Projekte und dies und das, aber ich glaube, wir, wir können es ein bisschen konkretisieren, dass die Leute wissen, um was es hier geht. Die Marketingleiterposition halt die 40 Stunden am Tag. Ich leite das Marketing für fünf Filialen, gerade in Deutschland. Das ist eine Fitnesskette. Parallel arbeite ich auch selbstständig. Ich habe noch zwei Partner. Gott sei Dank habe ich auch die zwei Partner. Ähm, als Pro Design Media, das ist auch ein Unternehmen. Wir, machen, wir sind eine One-Hand-Solution. Wir machen Creative Design, Corporate Design, Web Design, Photography, Videografie, Videoclips drehen, Online-Marketing, Social-Marketing, Unternehmensberatung. Alles, alles, alles Mögliche. Das heißt, du hast eine Firma oder ein Unternehmen. Du willst die Firma aufbauen, komm zu uns. We can do it for you. Ähm, wir sind cool, wir sind schnell. Bisschen sympathisch sind die Referenzen zumindest, genau. Ähm, mein Projekt Martin Mayer, mein Baby Martin Meyer, habe ich sozusagen, das ist mein größter Side-Hustle sozusagen, ähm, Musik produzieren, Musik auflegen und radioshows Gott sei Dank läuft alles bombastisch, ein paar Releases kommen demnächst, vielleicht auch ein musikalisches Rebranding, aber da sind noch ein paar Sachen, die ich mir überlegen muss. Ähm, mein Nachhaltigkeitsbrand als Fashion habe ich jetzt auch auf den Markt gebracht, hört schon den Namen Sinners. Ähm, auch auch ein sehr, sehr, sehr starkes Projekt. Wird auch mein anderes Baby sozusagen. Ähm, und ansonsten die Events, die Partyreihe, die ich veranstalte, auch mit einem anderen Kumpel, Eventmanagement. Also alles eine ziemlich kreative Geschichte, alles, was ich mache, sozusagen. Aber der Wahnsinn. Allein wenn man das schon hört, da gibt es ja Leute, die kommen ja, die schaffen es ja kaum eine Sache nebenher zu machen, du machst ja. 100. It's a creative rollercoaster, das ist kurz so, <laughs> so, so zu beschreiben. Ja, ja. Es äh, war gut. Wird, also öfters habe ich das Gefühl, das wird halt viel natürlich. Ja. Um trusting that feeling. Aber wie gesagt, dann gucke ich einfach nur, dass ich die Sachen priorisiere, dass ich mich so möglich mich nicht verzettel sozusagen, weil mit so vielen Baustellen offen ist halt ein bisschen schwierig manchmal. Ja. Und ich gucke einfach nur, dass dass ich alle zufrieden sozusagen, dass alle einfach nur happy sind mit Projekten und dies und das. Okay, aber dann direkt an der Stelle, ähm, wenn jetzt Leute sagen, hey, wir haben Produkte, wir haben ein Unternehmen, wir wollen was aufbauen, ähm, oder Leute wollen irgendwie Videoschnitt, was auch, alles, was du gerade an Dienstleistungen genannt hast, wie können Leute so mit dir in Kontakt treten, mit deinem Unternehmen, wie, wie finden die dich? Pro Design Media, Webseite, Instagram kannst checken, obwohl mit Instagram sind wir eigentlich jetzt seit neuestem aktiv. Ähm, weil wir dachten, wenn wir das schon anbieten für andere, dann sollen wir uns das jetzt auch langsam aufbauen. <laughs> genau, weil das Unternehmen gibt es eigentlich schon seit eineinhalb, eineinhalb fast zwei Jahre. Ähm, wir sind super, super gewachsen. Unser Kundenstamm ähm, ist super, super gewachsen. Also, das läuft alles bombastisch. Ich kann mich echt nicht beschweren. Ist zwar viel Arbeit, aber wir machen das so gerne. Und das Team an sich mit beiden Partnern, das. Ist das klappt einfach nur bombastisch, bombastisch. Also super, super Geschichte. Toi, toi, toi. Also ich werde es auf jeden Fall hier verlinken in <laughs> sämtlichen, also bei YouTube, Spotify, überall wird der Link rein geballert. Und ähm, die Martin Meier Geschichte, da findet man dich ja auch auf Instagram. Genau, Instagram, nur Instagram eigentlich. Facebook, ich I fucking hate Facebook. Okay. Ich bin auf Facebook gar nicht. Ich bin nur auf Instagram und das war es eigentlich auch. Und auf Streaming-Plattformen? Auf Streaming-Plattformen, genau. Ansonsten meine Radioshows sind auch überall erhältlich. Er erhältlich Entschuldigung. Äh, bis auf Spotify seit neunstem. Also da ist ein bisschen <laughs> schief gelaufen. Aber ansonsten äh, pff, die üblichen Plattformen da, wo du auch eigentlich dein Podcast genau. ähm, vermarktest. Okay, dann lass uns mal kurz Marketing- wir als Mensch und, und unsere Probleme, lass mal alles zur Seite. Einfach alles weg damit. Jetzt verlassen wir mal völlig die Perspektive und da Hut ab, wirklich Hut ab, dass du dich da auch noch engagierst zusätzlich. Ähm, du hast ja auch unterstützt verschiedene ehrenamtliche Projekte. Genau. Und da möchte ich dir auf jeden Fall jetzt die Plattform noch geben, um da nochmal was zu erzählen. Okay. Ja, und ich möchte dich aber erstmal stellt super gern Projekte vor, wo auch Leute direkt drauf zugreifen können und spenden können, wenn sie wollen. Und zusätzlich noch die Frage: Wann hast du euch gemerkt, dass es auch wichtig ist, so den, seinen eigenen Bullshit und Struggle zur Seite zu schieben, mhm. die Perspektive zu wechseln und auch an was zu arbeiten, was größer ist als man selber? Ähm, also, was die einzelnen Projekte angeht, ähm, ich bin da nicht so der Fan drüber zu reden, also ganz konkret, was für Projekte sind dies und das natürlich. Ist ein bisschen kontraproduktiv, was den, was das Ergebnis angeht natürlich. Ähm, aber wie sagt man es auf Deutsch? Tu Gutes und, spri und sprich, und sprich, darüber, oder? Sag, sagt man nichts als Sprichwort, aber. Keine Ahnung, also ich hab's ich, schon mal gehört. Ähm, ich bin der Meinung, tu was Gutes, aber don't become a human spam. Sozusagen. Okay. Ja, ja. Don't human spam. Ich, ich glaube, das Konzept, was du meinst, und da habe ich manchmal echt Schwierigkeiten damit, wenn jemand irgendwie äh, nach Afrika geht und sich dann mit einem Bild ablichtet als heiliger Samariter mit lauter genau. dunkelhäutigen kind, Kindern um einen rum und dann denke ich mir, das genau. ist richtig unangenehm unangenehm, cringeworthy, stell dich nicht in den genau. Mittelpunkt, mach Gutes, genau. aber du bist nicht der Fokus. Genau. Ich, ich kommuniziere das einfach nur in so ein, also bis dahin. Dass ich einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit errege, aber ich werde nicht definitiv irgendwo draußen gehen und rumschreien, hey, ich mache das, und das, ja, und, das ja. und das und das. Also ich kommuniziere das einfach nur, dass die Leute aufmerksam werden. Aber wann habe ich gemerkt, dass ich mich an sowas beteiligen will? Ähm, wenn ich schon rückblicke, woher mein Brot, also wer das Brot auf meinen Tisch gebracht hat, zweimal die Gesellschaft. zweimal waren immer die Menschen da draußen. Als DJ in Griechenland damals Kommst du nicht deinen Drink trinken, da wo ich aufleg, zahlst du nicht den Eintritt, damit du mich hören kannst, dann habe ich kein Essen. Punkt. Armee war eigentlich auch dasselbe. Wir wissen schon alle, wie das finanziert wird. All diese, all diese Sachen Polizei, Armee und und und. Ähm, selbst jetzt, hier, wo ich arbeite, selbst früher im Einzelhandel, du kommst rein. Der Typ meinte, hey Marco, du hast mir zwölf Jeans verkauft, ich komme nächste Woche nochmal und ich mache das. Auf jeden Fall, es war immer die Gesellschaft, es waren immer die Menschen, die Brot auf meinen Tisch gebracht haben. Und aus dem Grund dachte ich eigentlich, ah, das, ich, ich weiß nicht, also ist, die, die, die Geschichte mit Nachhaltigkeit geht schon länger. Ich dachte, dass jetzt ist die Zeit, einfach nur eine Gesellschaft zurückzukommen. An diese Gesellschaft, die über meine Existenz sorgt über meine langfristige Existenz sorgt. Es ist Zeit, it's time to give back, hm. sozusagen. Und aus dem Grund habe ich mich entschieden, einfach nur da, wo ich helfen kann, auch zu helfen und ohne irgendwas als Leistung natürlich zu verlangen, weil we're ja. not doing fucking Business. Du hilfst. It's unconditional giving, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist sowas. Frisst halt Zeit, auf jeden Fall, aber ich mache das super gerne. Super, super, super gerne. Da geht es auch um Gefühle. Ich muss sagen, um Du kannst, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt Leute, die brauchen für den besten Rausch die tollsten Drogen, die besten Frauen, was auch immer. Ich bin der Meinung, der beste Glücksgefühl habe ich für mich als Menschen, ist wirklich so, wenn du Leuten was Gutes tust. Wenn du Leuten was Gutes gibst, ohne was zurückzuverlangen, du siehst ein glückliches Gesicht. Definitiv. Für mich das, das beste High, also kein Scheiß. Das allerbeste. Das, also da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Alright, auf jeden Fall... Macht es weiter mit den ehrenamtlichen Dingen. Werde ich definitiv. Und ich kann es allen Leuten auch nur ans Herz legen. Es muss, ihr müsst auch kein Millionär sein, um was zu spenden. Ihr könnt in einem Altersheim aushelfen, was auch immer. Ihr könnt Kleinigkeiten machen und viel bewegen. Du kannst auch kannst sogar deinen Nachbarn helfen. Genau. Bro, der struggelt mit seinen Einkäufe. Nimm doch Schnapp in die eine Tüte und trage ihn die Tüte hoch. Du weißt ganz genau, was zu tun ist. Du weißt ganz genau, was zu tun ist. Aber manchmal ist unser Ego ein bisschen zu groß, um die Dinge zu tun, die wir eigentlich, die zu tun, die wir tun sollten. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Und wir reden hier nicht über sehr, sehr große, ganz großartige Sachen. Wir reden hier von, du gehst einkaufen. Du bist kurz vor, kurz vorm Zahlen. Lach doch einfach nur, lächel mal ein bisschen die Kassierin oder sobald du deine Sachen dann in diesem Band drauf legst, lächel mal ein bisschen und frag, hey, geht's dir gut? Und guck mal schon, wie die Leute geflasht sind. Wenn du im Supermarkt gehst, reinläufst, jemand sagt einfach nur hi, weil du läufst rein, der muss ja hi sagen. Sagst du, hi, geht's ja gut. Guck mal schon, wie. Oh, also, where did that come from? Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Ja, super Tipp. Wird beherzigt. Mhm. Ähm, so, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Okay. Und dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal für die Zeit. Gerne, gerne, gerne. War super. Super Ketchup, muss ich sagen, nach wie vielen Jahren? Keine Ahnung. <laughs> Geil. Fünf, sechs, Fünf ich weiß Jahren. es nicht. Okay, okay, okay. Super. Um, deswegen erstmal danke, dass du die Zeit genommen hast. Gerne, hoffe, du gerne, hast gerne. auch was dazugelernt. Definitiv, aus ich, jeder Situation. Ich habe was dazugelernt und ich super. hoffe, die Zuhörer und Zuschauer haben auch viel dazugelernt. Das hoffe ich auch. Und bevor wir ganz am Ende sind, meine Lieblingsfrage. Ich freue mich immer super, die zu stellen, und ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Wenn du nur noch eine einzige Lebensweisheit hinterlassen könntest, bevor du stirbst. Welche wäre das und wieso? Oh, tough von tough one, tough, one, tough one. Wenn du mich fragst, warum machst du das ganze Zeug, was du jetzt machst? Alles, 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 was heute, was heute hier besprochen wurde. Aus einem Grund. Ich will nicht bekannt werden. Ich will kein Exposure. Ich will kein Geld. Ich will nichts. Hashtag Inspire. Ich will die Leute inspirieren in meine Art und Weise. Nicht, dass ich hier irgendwelcher Jesus oder Moses bin oder Allah oder was auch immer. Aber ich kann dir zeigen, mit meinem Lifestyle ist nicht unbedingt das Richtigste, was ich jetzt mache. Weil I'm overworking myself aus dem und dem Grund. Aber ich kann dir zeigen, dass du kannst einen 9-to-5-Job haben und immer noch erfolgreich mit deinem Side-Hustle sein mit das nicht unbedingt zu so bedeuten, dass ich erfolgreich bin in meinem Side-Hustle, Aber mhm. du kannst immer noch acht Stunden arbeiten und nebenbei noch weitere sieben Stunden arbeiten. Du kannst immer noch einen Job haben und nebenbei keine Ahnung ähm, was komplett anderes machen. Zum Beispiel du kannst immer noch kein Studium haben in einem bestimmten Bereich und immer noch in einem bestimmten Bereich rocken. Es geht darum, inspirier Leute und guck, dass sobald deine Zeit hier vorbei ist hier auf dieser Kugel, auf dieser Erde, dass du einfach nur diese Welt ein Stück besser gemacht hast, ohne irgendwas dafür zu verlangen. Dass deine Kinder, deine Familie und die Gesellschaft stolz auf dich sind. Perfekt. <laughs> Dann auch an die Leute da draußen nochmal Danke fürs Zuschauen, Zuhören. Vielen lieben Dank. Ihr wisst, wo er ihn und seine Projekte findet und wie er auch. Wisst, wer es nicht weiß, natürlich mich unter Deep Talk Podcast, sämtliche Streaming Plattform Social Media, findet ihr mich auch überall. Würde mich freuen, immer kommentieren fleißig, mich fragen, fragen, ich kann die an Gäste weiterleiten. Mhm. Dann wünsche ich euch viel Erfolg und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau, Arm out, I'm out.